Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ich weiß nicht, warum ich da in Sky Factory 4 sagen will. Es geht ab bei uns hier im kleinen Städtchen auf dem Mars. Auch wir hatten gerade noch ein Marsbeben, als ich gestartet habe. Was kommt hier? Nutzlast nichts. Ich glaube, das ist die Abreiserakete für unsere Touristen. So. So, jetzt sollten die gleich alle nach Hause fliegen wollen dann. Wenn ich das richtig sehe. Oder? Überfällige Touristen. Aber wir haben ja noch überall Touristen rumliegen. Ups. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So. Also, irgendwie ist die Wartet mal. Irgendwie kommt mir die Musik sehr, sehr gefährlich vor. Wir stellen mal die Musik ein bisschen zurück. So. Ah, jetzt habe ich nicht aufgeklickt. Oh, Audio. Ist gemein. So. Ich will die Rakete auswählen. Abreisende. Ja, warum reist ihr denn noch nicht ab? Oder wollt ihr noch nicht abreisen? So, die Rakete ist rein theoretisch ready. So, der See ist auch fertig. Was natürlich super geil ist. Wie schaut unser Wasserpegel aus? Wassererzeugung 33,9. Wasserbedarf 33,9. Und du erstellst 1,8 aktuell. Was gibt es denn aktuell vielleicht noch für Projekte? Oh lol, wir sind einfach zu zwei Punkten. Das wird interessant. Vegetation. Expedition aussenden. Ich schicke nochmal zwei Raketen. Lea, bitte. Da wollte ich so einen Speedclicker. Das ist ja. Trotzdem starten. Passagierrakete Lea starten. Sie haben 205 Touristen zur Auswahl. Auch nicht schlecht. Starten. Können halt hier nicht so viele Touristen halten, ne? Das sind 9 Stück, also ein bisschen über 150 wahrscheinlich. Aber dafür in einer sehr schönen Location, wo langsam alles wächst. Wir haben fast nicht das Gefühl wahrscheinlich, dass sie gerade aus dem Weltall auf dem Mars sind dann, wenn alles so grün ist. Obwohl wahrscheinlich eher sogar mehr, weil es nicht so grün mehr auf der Erde ist. So. Ah, wir brauchen mal wieder ein bisschen Polymer, wie es ausschaut. Schicken wir 400 Polymer mal wieder zu uns. Würde ich sagen. Polymer. So, starten. Das Miese ist natürlich, sie müssen jetzt hier schauen, dass sie das ganze Zeug herkriegen. Ja, perfekt. Alter, schau dir diese Mengen an Saatgut an. Eieieiei, jetzt geht's hier wieder ab. Ist ja natürlich wieder einiges am Turn. Nicht genug Mitarbeiter. Was sind das? Keine Spezialisierung. Eieiei, keiner mit Spezialisierung da. Ah.
Ich wollte, dass du. Kriege ich hier irgendwie das Ding noch hingelandet? Irgendwo hingelandet? Dann landen wir dich hier hin. Und dich landen wir hier hin. So. Oh, wird das schön grün. So wollen wir es. So, ein abreisender Tourist. Genau dafür haben wir die Raketen jetzt geschickt. So. Aber natürlich müssen wir die Missionen auch noch machen, die hier sind. Was hast du für eine Mission? Atmosphäre und Temperatur anpassen. Und du bist... Meteoritensturm lässt, kommt nieder. Ja, okay, der würde aber diesmal ja abbremsen. Wie schaut es wissenschaftlich aus aktuell? Terraforming-Verstärkung. Ah, wird auch schon. Danach haben wir den Megasatelliten. Verbessert die Temperatur und verringert die Verlust von Atmosphäre. Verfügt über die Planetenansicht. Mars-Diät, Erdtourismus. Und dann haben wir noch fortschrittliche Raketentechnik. Damit wir mehr Kolonisten in so ein blödes Ding reinkriegen. Das wäre nicht dann schon mal praktisch. Was hier? Lebe lange und in Frieden. Die Pension, Alter und der Tod durch Altersstelle treten im Leben eines Kolonisten erst deutlich später ein. Auch schick. Schaltet folgendes Spezialprojekt 2. Polarkappen schmelzen. Mehr Wasservorkommen über... Verfügbar über die Planetenansicht. Kostet wie viel? 60.000. Holy shit. Holy shit, Maroney. Ein abreisender Tourist. Was mit dem anderen? Ist hier keiner, der abreist? Doch. Aber wir haben wahrscheinlich wenig Treibstoff gerade auf Lager. Wie viel Treibstoff haben wir denn auf Lager? 5.000. Das sollte eigentlich reichen. Wir müssen wahrscheinlich einfach die ausreichende Menge aktuell noch liefern. Das liefern wir natürlich auch nicht mehr so viele wie davor, aber... Pff. Auch nicht schlimm. So. Schaffen die Voraussetzungen für giftigen und reinen Regen. Ohne erhöhte Temperatur kann es kein flüssiges Wasser in Seen oder auf der Oberfläche des Marses geben. Eine angemessen hohe Temperatur ist ebenfalls notwendig, um den Mars für Menschen bewohnbar zu machen und offene Kuppeln zu ermöglichen. Das ist schon mal eine wichtige Information. So, du startest direkt. Wie schaut es mit dir hier unten aus? Du startest auch. So, der giftige Regen setzt jetzt ein, bedeutet, der wird unsere Vegetation ein bisschen wieder zu schaffen machen. Die ersten Bäume sind jetzt hier auch schon gewachsen. Können wir ihm auch schon sagen, rein theoretisch schicken ein paar Bäume. Weißt du was, du kriegst schon mal den Auftrag Bäume. Mischwald, Mischwald. Und du kriegst auch Auftrag Mischwald. Und du auch. Denn wir hätten gern danach langsam, dass ein Mischwald hier entsteht. Genauso bei dir kommt auch Mischwald und Büsche. Mischwald, Gras. Büsche, Baum, Mischwald. Der ist schon dabei. Der kriegt von mir auch noch den Auftrag. Ja, es wird dann langsam. Du kriegst auch Mischwald und Büsche in den Auftrag noch dazu. Wolkensaat, neues Spezialprojekt. Löst Regenfälle aus, welche die Bodenqualität verbessern und die Pflanzen zum Wachstum anfördern. Schick. Ja, aktuell startet immer noch eine Rakete langsam irgendwann, hoffentlich. Aber ich glaube jetzt aktuell... Gehen wir auf den richtigen Weg zurück. Dadurch, dass wir jetzt hier auch dann Bäumchen haben,
von denen du das Ganze holen kannst, sollte das hoffentlich was werden. So. Na, noch ein bisschen was, noch ein bisschen. Starte zur Mission, mein Freund. Gut, jetzt holen wir eine reine Touristen. Wenn ich jetzt hier Filter mache, sollte es passen. Okay, zurück. Starten. Passagierrakete starten. Passagierrakete starten. Passagierrakete starten. Passagierrakete starten. Und nochmal Passagierrakete starten. Jetzt haben wir 6 Stück, das sollte passen. Und ein Wert auf dem Weg ist. Perfekt. Ja, die warten noch die 2 Stunden, dann können die nicht wieder anfangen, Blödsinn zu machen und langsam das Grüne zu erhöhen. Aber ich sehe hier schon wieder, hier brauchen wir wieder einen ferngesteuerten Commander, der was wieder entfernt. Hier hat sich schon wieder eine kleine Pfütze erstellt. Die nicht so schön ist, hier haben sich auch ein paar erstellt. Und hier oben auch. Wo ist denn der Ursprung? Giftiger Teich. So, schauen wir mal, das wird aber dann schon. So. Uns fehlt eine Landeplattform. Uff. Ich habe eine Rakete zu viel gesendet. Upsi. Das Seniorenheim hier drin, das ist super. Aber es ist auch nicht blöd gemacht hier. Na, langsam wird's, dann kommen unsere Touristen wieder. Wo haben wir ein Drohnenproblem hier? Kriegst du einfach mir noch ein paar. Reichen 50? Heul sollte hoffentlich hier reichen. Wie schaut's mit unserer Drohne? Die bauen gar nichts mehr. Mit STRG mache ich mehr. Ja, natürlich Autospeichern in dem Moment, wo ich drück. Na komm. Stück. Perfekt, 102 Stück. Gut, jetzt pausieren wir schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Runter mit euch, meine Freunde. Kommt schon, wo seid ihr? Ah, Vollgas natürlich. Jetzt kommen sie alle wieder. Ich weiß nicht, warum sie da schon umdrehen. Also das muss ich wahrscheinlich noch weiter vordrehen. Aber die Hälfte entscheidet sich für da, die andere für da. Ich glaube, die Rakete wird jetzt zum Abreisen verwendet. Schaut auf jeden Fall aktuell so aus. Wie viele Touristen haben wir aktuell? Sind das jetzt Touristen? Genießt die Urlaubsreise, das ist doch gut. 132 Touristen. Auf dem sind unsere 8 abreisende Touristen. Perfekt. Ah, den können wir jetzt hochjagen noch. Research complete. Oh, Terraforming-Verstärkung abgeschlossen. Cool. Dann sollten wir hier noch Vegetation verbreiten bekommen haben. Auch nicht schlecht. 5% mehr Pflanzenwachstum. 5% mehr. Allerdings könnten Marsbeben auftreten. Aber es wird trotzdem besser. Ist dasselbe noch? Okay. Mhm. Aber hier oben, Wolkensaat ist super.
So. Du startest. Und dann starten wir die ganze Mission. Expedition aussenden. Bereit. Schicken. Dann gehst du auch los. Und du startest genauso. Ja, hier sind die Shuttles. Okay, vielleicht sollten wir mal so einen kleinen Shuttle-Hub bauen oder sowas. Nur Ausstrahlung bringt wieder Kohle ein. Vielleicht sollten wir so einen kleinen Shuttle-Hub irgendwo bauen. Wie wäre denn das, wenn wir hier so einen kleinen Shuttle-Hub insgesamt bauen, mit mehreren Shuttle-Betrieben? Wäre doch gar nicht doof eigentlich, oder? So. Mal noch ein kleines Lager. Es geht dann nichts. Nächste hoch. Braucht dann auch noch drei Stück. So, kommt schon, Leute. Was fehlt dir noch? Beton. Das haben wir doch gleich wahrscheinlich, oder? Ein kleines Hublein. Wenn die Shuttles überfordert sind, dann müssen wir halt dafür sorgen, dass es nicht mehr sind. Ist ja hier gar kein Problem bei uns hier, ne? Wir sind ja mittlerweile Rich Bitches. So. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch eine Energieverbindung. Brauchen wir die schnell und dann sollte das ganze Ding hier hochgehen. Hat es nicht gereicht? Ah ne, ein Stück fehlt noch. Wer ist dafür zuständig? Ah, schnell da ist er. Und los gehen die neuen Jets. Ab geht's. Damit sollten wir hoffentlich auch gleich mal die neuen Shuttle... Oh, Alter. Die Reihe, die erstmal hier hochschießt. What the fuck? Wo wollen denn die alle hin? Wir bauen doch hier oben gar nichts ab. Wir bauen doch hier nicht mal was ab. Ah, es schaut aktuell mit der Energie auch super aus noch. Also Wahnsinn. Wie schaut's aus mit der Befüllung der Systeme? Der ist schon fast ready, okay. Neues Handelsangebot, okay. Ich gehe da einfach bei mir in den Weltraumlift und klicke diese Taste. Und dann schwuppdiwupp kommt das Zeug. Ganz, ganz easy. Habe ich noch ein neues Projekt bekommen? War da nicht was? Neues Weltprojekt oder sowas? Den Ausgräber. Ich bin dafür, dass wir den hier hinstellen. Oder wir stellen ihn hier hinten hin.
Wir führen hier nochmal einen Drohnenhub hin. Ist vielleicht gar nicht doof. Das ist, glaube ich, nicht wirklich dumm. Jetzt sind die natürlich auch gut, aber die globale Last ist immer noch auf Mittel. Holy shit, okay. Es gibt vielleicht abreisende Touristen. Mit welcher Rakete fliegen sie denn? Aber jetzt sollte man die wieder zurückschicken, ne? Auf Wiedersehen. Nacheinander sollten die sich jetzt hoffentlich langsam befüllen. Mal schauen wir mal, was passiert. Falsche Adresse. Mehrere Nachschubskapseln im Orbit haben um Landeerlaubnis angesucht. Die Nachschubskapseln gehören jedoch nicht uns. Sie dürften für eine unsere Bahn bestimmt gewesen sein. Ein Fehler der Navigationssoftware hat dafür gesorgt, dass die Nachschubskapseln zu uns anstatt zur Kolonie von Blue Sun Corporation geschickt wurden. Wir können uns die Lieferung einfach unter den Nagel reißen. Allerdings werden wir nicht abstreiten können, dass wir wussten, wem die Kapseln gehören. Dass einen Freund das anderen leid. Holen wir uns die Vorräte. Erhalte zwei Nachschubskapseln und verliere Ansehen bei Blue Corporation. Ach, scheiß drauf, wir holen uns den Scheiß. Land in der Nähe von unserem Homebasis. Zwei drin. Elektronische Geräte 25 und Maschinenteile 25. Cool. So, komm, ihr kriegt das Ding doch auch noch hin, oder? So, mittlerweile haben wir hier eine relativ gute Abdeckung mittel auch. So, wie schaut euch hier aus? Hat er das alles entfernt schon? Ah ja, schon. Schick. Dann fahr mal hier hin, bitte. So. Gut, dann kriegt der hier noch ein paar. Was macht. Wo fahren die jetzt hin? Hä? Ihr holt euch gleich ein bisschen Verstärkung. Dann brauchen wir zwei Universallager einfach noch hier in der Länge lang. Vegetation verbreiten. 3, 2, 1. Ein gemeinsames Seufzer und dann Jubel. Das Projekt war erfolgreich. Eine Rakete gefüllt mit Milliarden Samen entlernte ihre Frachträume nach einem sorgfältig ausgearbeiteten Muster und verbreitete die Samen über ein weites Gebiet. Die meisten dieser Samen werden Wurzeln schlagen und einen grünen Landstrich formen. Der Sauerstoff, der die jugendliche Marsatmosphäre pumpt. Ja, perfekt. So wollen wir das. Wir werden hier zwei Lager anstellen. Dass direkt mit Stromverkabelung auch noch verbunden wird. So. Und dann kommt natürlich das Spezialprojekt der Ausgräber daher. Der hinten drin gebaut wird. Und natürlich auch noch direkt einen Stromanschluss braucht. So. Das sollte hoffentlich jetzt gut laufen. Transporter 1 kommt zurück. Aber wir brauchen noch eine leere Passagierrakete, bitte. Ach Quatsch, schau mal zurück. Passagierrakete starten. Eine volle geht auch. Wir brauchten das Ding. Holy shit, das ist auch wieder Massengrab an Technik. Aber hey, warum nicht? Wie die abgehen. Schauen wir mal. Es wird aber noch. Ich denke, es wird. Wie schaut es mit der Forschung aus? 40%. 24%. Hups, 40.000 Punkte brauchen wir dafür. Okay, ist auch eins unserer teuersten bis jetzt, ne? Traumrealität.
Ah, das wird schon noch. Das wird schon noch. 14 abreisende Touristen. Ja, die dürfen gleich abreisen. Ah, das geht aber flott, ordentlich flott voran, finde ich. Bin schon gespannt, wenn das Ding fertig ist, wie das ausschaut. Und wie viel Beton wir auch am Ende produzieren. Das wird natürlich noch der nächste geile Teil. Das Ding hier oben produziert auch, denke ich, ganz gut. Schaut aus, Produktion und Nahrungsverbrauch. Also sind wir sind schon fast dran. Lol. So. Shuttles überlastet. Echt? Schon wieder? Okay, wahrscheinlich, weil wir aktuell halt hier so viel machen. Das eine Projekt ist jetzt halt überlastend, aber mein Gott, das ist jetzt mal. Da müssen wir drüber wegsehen. Ich weiß auch nicht. Ah, die brauchen. Oh, wir brauchen mehr Ladestationen. Baut mal schnell eine Ladestation irgendwie, bitte. Die kriegen so eine hohe Prio. Dann können sie sich mehr gleichzeitig aufladen. Dreifach so hohe Kapazität, das ist doch etwas. Ne, doppelt so hohe. Hupsala, Entschuldigung. Aber man merkt schon auch von der Lautstärke her, was hier abgeht. Der Ausgräber muss fertig werden. Oh, ich glaube, das ist sauberer Regen. Schick. Schick die mal nach da drüben. Nicht gesteuerte Drohne. Warum ist hier eine nicht gesteuerte Drohne? Was passiert hier? Neues Spezialprojekt. Vegetation verbreiten. Ah, das kennen wir doch schon, das Projekt. Ah, schön, das sind die Passagiere für unsere Hotelanlage. Wir lassen jetzt die Raketen, die ihre Projekte gemacht haben, wieder natürlich hier landen. Vegetation verbreiten, 5%. Expedition aussenden, schicken. Das ist ja überhaupt kein Problem für uns in dem Fall. Ach komm, das kriegst du hin. Ankommende Touristen, abreisende Touristen, 117. Jetzt haben wir mal auf jeden Fall mal viele Lust, nach Hause zu fahren. Leute, das wird jetzt ein bisschen kuschelig. Ich will's bloß gesagt haben. Das wird eine kuschelige Aktion. Na gut, dann holen wir halt nochmal 5 Passagierraketen, die dafür zuständig sind. Starten. Starten. Dass ich sagen kann, 5 Raketen mit den Leuten starten, das wäre jetzt noch eine praktische Sache in dem Fall. Oh, keine Raketen mehr gerade. Ups. 22 Passagiere, 22, 22, okay. Sind auch 110. Also von daher vollkommen in Ordnung. Ah, der schaut aber auch langsam gut aus von der Menge her. Wie viele Probleme haben wir auch keine? Das Ding ist auch gleich voll. Die will ich jetzt hier so liegen lassen, so als kleines Erinnerungsprojekt sozusagen. Ich würde mir gerne anschauen, wie aktuell der weltweite Stand ist. Ja, überall entsteht so ein bisschen das Regenglück. So. Ja, es wird langsam. Komm, Ausgräber, du schaffst es noch, die Folge. Ah.
Ja, schon. Jetzt fehlt echt nur noch Technik, wie scheint. Ah, nur noch Eisen. Aber das sollte ja relativ flott gehen. Jetzt sind wir schon bei 110. Oh, das schaffen wir. Alter, sie wachsen auch schon über Bäume. Oh, so schick. Wie lange brauchen die noch? Oh, da kann man ja einschlafen. Du startest nach Hause. Und ihr kommt alle runter. Angeblich noch belegt. Komm schon. Gib die Landebahn frei. Da kommen die neuen Besucher schon. Es gibt neue Touristenströme. Ich bin mir schon, zu welcher Rakete rennen sie jetzt? Oh, das sind andere Touristen, wie scheint. So, okay. Ausgräber? Oh, fast fertig, schau dann. Unsere Systeme arbeiten dran, perfekt. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Okay, jetzt geht's los. Der Ausgräber. So ein Schaufelbagger ist es wahrscheinlich, ne? Einfach ein stationärer Schaufelbagger. Aber ist auch etwas. Immerhin braucht er nur eine Stelle und da würde er arbeiten für die nächsten Jahrzehnte. Ach komm, jetzt wird's dunkel, genau dann, wenn es so ist. Check, jetzt wird's in Beton gemeißelt hier. Ah, der macht doch Gesteinsabfälle, okay. Dann wissen wir, was beim nächsten Mal auch hier hin noch muss. Aber den können wir bestimmt noch fast schon fertig verbessern. Ah, easy. Das kriegen wir easy hin. Dann wird hier der Beton reingestapelt wie sonst noch was. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.